Leute, ich möchte 3 Tage Urlaub machen mit dem geliehenen Campervan. 2 Personen, das Ganze soll maximal 150 Euro kosten. Und ich frag mich, geht das überhaupt? 10 Euro. Das ist richtig viel Kohle. Und wie viel Spaß macht das Ganze? Damit ich im Budget bleibe, muss ich mir eher was Günstiges von privat mieten. War gar nicht so einfach, was zu finden. Jetzt habe ich dieses Schätzchen und hoffe sehr, dass wir ohne Panne durchkommen. Setz dich mal. Bevor der Urlaub startet, muss ich natürlich meine Reisebegleitung abholen. Ich bin schon ganz gespannt, was die zu meinem Camper sagt. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht und mit was für einem Van Meini mich gleich abholt. Geil! Also es ist kein Glamping. Wo hat man das aufgegabelt? Na? Na? Das ist Fridoline. Fridoline. Geil. Ich wusste ja gar nicht, was mich erwartet. Fridoline ist auf jeden Fall schon ein bisschen in die Jahre gekommen, ne? Naja, gut. Fridoline hat schon einiges erlebt und ist dann DIY-mäßig zum Camper umgebaut worden. Geil, aber ich lieb's. Also ich mach nachher noch die große Wohnungsführung. Okay. Jetzt würde ich vorschlagen, lass uns einfach loskommen. Dein Zeug laden wir ein. Ja, ja. Und dann mir genug Platz, ne? Geht's on the road. Geil! Ja. Also das meiste, was ihr hier seht, ist einfach ganz viele dicke Klamotten. Und da ich die krasseste Frostbeule bin, habe ich hier 17.000 Schichten an warmen Sachen. Die wird sie auch brauchen. Ich will doch nicht zu viel gucken, ne? Die Roomtour gibt's später. Die gibt's später. Aber es wird cozy. Ja, schön. Du hast einen ganz normalen Führerschein, ne? Ja, das ist, kann man mit ganz normalen Führerschein fahren. Geil. Was? Es geht los. Geil. Give me the Also, du hast es ja hier alles geplant. Was ich einfach nur hoffe, ist, dass wir einfach mitten in der Natur sind und nicht auf so einem fetten Campingplatz, wo ein Auto neben dem anderen steht. Also ich finde, den Vorteil vom Campen sehe ich darin, dass man nah an die Natur rankommt und möglichst wenig Leute hoffentlich um sich herum hat. Das wäre mein Wunsch. Ich sag dir es mal so, ich wollte jetzt einfach mal rauskommen. Okay. Entspannt, gechillt und günstig soll es sein. Ich habe mir eine schöne Location überlegt. Allerdings muss ich sagen, ich habe nur bis morgen früh geplant und dann dachte ich, bist du dran. Ja. Wir fahren an den Walchensee. Wunderschön und nur etwa 1,5 Stunden Fahrzeit südlich von München. Bei unserer Tour müssen wir unser schmales Budget im Blick behalten. Denn von den 150 Euro müssen wir alle Kosten bezahlen, also Diesel- und Campermiete. Ja, und es kommt noch ein weiterer Kostenpunkt dazu, mit dem wir gerade noch nicht rechnen. Fridoline war mit etwas über 100 Euro für 3 Tage übrigens ein Schnäppchen. Wie ich da rangekommen bin, erkläre ich euch später. Essen und Getränke für die 3 Tage haben wir von zu Hause mitgenommen. Wir essen also das, was wir sowieso daheim im Kühl- und Vorratsschrank hatten. Oh mein Gott. Oh, ja, sag ich doch. Sag ich doch. Wir sind im Urlaub. Für die erste Nacht will ich einen Spot direkt am Walchensee finden. Aber dürfen wir da auch campen? Sind wir wirklich direkt am See? Ich hoffe. Da steht nur ein ganz normales Parken. Hä? Ich glaube, wir müssen vielleicht noch mal schauen. Also wenn es hier genau wäre. Ja, ja, also so stelle ich mir das vor und so ähnlich. Wir müssen hier, glaube ich, mal aussteigen und mal gucken. Hier liegt halt noch Schnee. Von mir aus könnten wir uns auch hier hinstellen. Ja, wäre schön. Aber das darf man leider nicht. Nee. Wäre toll. Vielleicht gibt es ja genau das noch mit Wohnmobil. Also wenn wir jetzt hier noch so lang fahren, da so. Ja. Da gibt's sowas. Ja, da steht jetzt Nachtparkplatz. Da Nachtparkplatz, das ist gut. Da? Ja. Mit Parkschein. Aber das ist ja voll weit weg vom See, wir wollen ja näher ran, ne? Vor allen Dingen mit Parkschein. Ich will doch nicht Parkschein bezahlen. Es ist so, überall, wo es nicht explizit verboten ist, darf man mit dem Van parken und für eine Nacht schlafen. Offiziell zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit. Stühle, Tisch oder Campingkocher darf man dann aber nicht aufstellen. Das wollen wir aber, deswegen suchen wir einen offiziellen Wohnmobilstellplatz. Warte mal, wie, was ist hier? Verlangsamer.
Auch Auto nur? Nur Auto? Ja. Keine Wohnmobile. Warte. Ist es da das? Kommt ein Wohnmobilsymbol. Mit Parkschein, Wohnmobil. Du hast komplett recht. Guck mal, und das ist die Aussicht. Das ist ja der Hammer. Aber das warum steht da 6 bis 22 Uhr? Das verwirrt mich auch. Also man darf hier mit dem Wohnmobil parken, aber nur 6 bis 22 Uhr? Das wäre doch komisch, oder? Ist aber leider wirklich so. So schön mein Spot ist, hier dürfen wir nicht übernachten. Ist schade. Ist schade. Auf der anderen Seite können wir hier tagsüber bleiben, können hier chillen und pennen dann halt vorne auf diesem Nachtparkplatz. Ich hoffe nur, dass der nicht zu teuer ist. Ach, das müssen wir noch prüfen. Ja, ich könnte jetzt bald sogar schon eine kleine Roomtour bekommen von dir, ja, und sogar essen. Ich essen auch schon. Ein bisschen Hunger. Oh, ein Käffchen vielleicht? Ja, alles. Jetzt können wir hier das Seepanorama aus der Lounge genießen. Ja. Wenn man jetzt auch noch Outdoor kochen will, ja, dann hat Fridoline hier so ein... Okay, das ist der Hammer. Da können wir dann hier schön... ja, okay, mega. ...draußen kochen. Oh, dieses Waschbecken. Ja, natürlich. Oh Gott, ist das niedlich. Hier ist die hochmoderne Küchenzeile. 2 Flammen Gasherd. Ja, hier Wasser. Feinstes Porzellan. Schnaps, Espresso und Eier. Sehr gut. Hier unten also auch Kochgeschirr. Hier ist der Weinkeller. Geil. Aber hier gibt es natürlich noch sehr viel mehr. Spot on. Geil. Ja. Ja, mega. Überall. Das ist geil. Der Kühlschrank, den ich schon gefüllt habe. USB Ladestation. Ach Quatsch, echt? Echt. Hammer. Das Schlafzimmer. Hochbett. Hochbett, aber das Hochbett ist nicht ganz so hoch, wie es aussieht. Das kann man alles so ausklappen. Ich habe das jetzt auch noch nicht gemacht. Jetzt zu dem, was es nicht gibt. Eine Toilette. Ja, wir haben kein Bad. Ja, ich finde es nicht so schlimm, muss ich sagen. Wir müssen uns nur überlegen, was wir mit dem Toilettenpapier machen. Ja, ich habe da schon alles vorbereitet. Super. Ich habe ein Schäufelchen mit, ich habe Toilettenpapier mit, ich habe Mülltüten mit. Okay, sehr gut. Wir können das alles hier vollkommen clean halten. Sehr gut. Jetzt weihen wir aber die Outdoor-Küche ein. Es gibt Kaffee und vegane Nuggets. Nur vor einem Gasherd habe ich immer ein bisschen mehr Respekt. Feuerzeug haben wir hier wahrscheinlich drin, ne? Feuerzeug oder Streichhölzer sind auch drin. Wir sind ja draußen, falls was passiert. Ja, ach du. So einfach, ne? Einfach aufdrehen. Und dann drücken. Normalerweise müssen wir uns auch hören. Nee. Dann hören tue ich nichts. Vielleicht ist unten die Gasflasche noch zu, was eigentlich auch ganz sinnvoll wäre. Ja. Jetzt ist an. Genau. Nah hin, ganz nah hin, sonst geht's nicht. Ja. Geil. Also jetzt mal ohne Witz. Ich meine, wir kochen jetzt hier so ein bisschen so vegane Fastfood-Nuggets und löslichen Kaffee. Aber einfach nur hier draußen zu stehen und neben diesem Seepanorama zu kochen, finde ich geil. Voll. Also ich muss ehrlich sagen, gut essen ist, also mir ist Essen wahnsinnig wichtig. Aber nein. Das ist noch wichtiger. Gerne. Auf unseren ersten Kaffee beim Campen. Wir müssen diese Leitplanke wegflexen. Das ist das Einzige, was mich stört. Mhm. Die muss weg. Das schraube ich ab. Dann wird's schön. Mich stören ab und zu die vorbeifahrenden Autos, aber die sind ja auch bald weg. Hier. Bestimmt gibt's einen kleinen Tisch und zwei Stühle. Ja, natürlich. Hätten wir natürlich auch vorher dran denken können. Ja. Ein bisschen. Haben. Das ist deiner. Wie ist das hier gedacht? Das ist einfach nicht mehr. Ja. Ach, das ist nicht mehr. Das war mal. Ach, das war mal. Ja, ja. Gut. Setz dich mal. Okay. Ist gut. Das ist alles in Ordnung. Das muss so. Das ist eine Special Edition. Das ist Design. Jetzt guten Appetit. Guten Appetit. Oh, lecker. Ist ja richtig lecker mit der Soße. Geil. Das klappt, ja. Richtig, richtig schön. Wichtig ist natürlich Wasser sparen. Also ist grundsätzlich wichtig, aber beim Campen besonders wichtig, weil so ein Wassertank hier ist erstaunlich klein. Ich lass nicht mehr so oft Besteck und Teller benutzen. Cool. Das hatte ich euch noch gar nicht verraten. Wir haben einen eigenen Whirlpool an Bord. Ah.
Meinst du, wir sollten so langsam zu unserem Nachtplatz fahren? Ich glaube schon. Wir könnten hier zwar noch chillen, aber wir können dann da drüben uns zetteln, Abendessen vorbereiten und dann müssen wir uns auch nicht mehr bewegen. Also mir wäre das lieb. Da steht's. Einfahrt Nachtparkplatz. Nur mit gültigem Parkschein. Na, gucken wir mal. Hier dürfen wir zwar übernachten, aber so richtig idyllisch sieht es nicht aus. Jetzt muss man hier bezahlen und hat keinen Seeblick. Wir sind hier halt auf einem wirklichen Parkplatz, ne? Und ein Dixi-Klo gibt's trotzdem nicht, oder? Nee. Ist es der einzige, den es hier gibt als Parkplatz? Ja. Ich glaube, das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist, wo stellen wir den Van am besten hin, dass wir dann doch den bestmöglichen Blick haben. Ne? Da hinten, da gucken wir wenigstens ins Grüne. Mhm. Weil hier gucken wir halt direkt auf die Mülleimer. Also dann dahin. Ja. Wir müssen gleich noch einen Parkschein ziehen. Und dann haben wir jetzt unseren Parkplatz gefunden. Also, was ist denn hier? Täglich 0 bis 24 Uhr, 10 Euro. Das ist richtig viel Kohle. 10 Euro. Wir zahlen's, auch wenn's weh tut. Kurz vor der Dämmerung wollen wir keinen anderen Spot mehr suchen. Außerdem wollen wir ja auch einen Platz, wo wir unsere Stühle aufstellen und wirklich campen dürfen. Dafür, dass man sich so vorstellt, Mensch, wir fahren in die Natur und campen wild, ist das irgendwie, es fühlt sich sehr, sehr deutsch an. Das ist jetzt, finde ich, ja schon, das ist doch jetzt schon was. Das ist gemütlich. Ich finde auch, wenn man jetzt in diese Richtung rausschaut, ne, es ist nicht ganz so schön wie da vorhin, aber es hat schon auch voll. Was. Prost. Prost. Ich habe ja noch gar keine Ahnung, wie die Orga war. Ne? Wie lief denn das ab? Es war nicht einfach. Nein, wirklich, ohne Witz. Wirklich? Es war nicht so einfach. Vor allem, wenn man aufs Budget achten muss. Es gibt verschiedene Wege, wie man einen Camper mieten kann. Zum Beispiel über diverse Kleinanzeigen, gewerbliche Campervermietungen wie Camperboys oder Roadsurfer oder Portale, auf denen ausschließlich PrivatanbieterInnen inserieren und ihre Camper vermieten. Wie zum Beispiel Yes Camper oder Paul Camper. Meine Erfahrung? Die gewerblichen Vermietungen sind meist am teuersten. Am billigsten sind oft die Angebote über Kleinanzeigen. Aber Achtung, dafür hat man häufig keinen Versicherungsschutz. Deswegen habe ich Fridoline über ein Portal bei Privatleuten gemietet. Für 126 Euro. Wir haben Vollkaskoschutz, allerdings mit einer Selbstbeteiligung von 1500 Euro, falls was passiert. Aber das Gute ist, wenn wir irgendwo eine Macke reinfahren, ist nicht schlimm. Weil Fridoline hat schon so viele Macken und da sagen die Besitzer, es macht nichts. Okay. Also normalerweise fährt hier eine Family mit dem Camper in Urlaub. Zwei Erwachsene, also Vater und Mutter und die drei Kinder. Ja, also, und hier sind auch überall, also wirklich, du kannst hier so rumgucken, hier ist halt wirklich so eine Windel, hier sind irgendwelche Spiele, also es ist so, ich weiß auch nicht, es ist so unperfekt perfekt. Also ich finde es irgendwie gemütlich. Es hat Seele. Und in unserer guten Seele Fridoline kann man nicht nur chillen. Dann klatsch einfach. Ich wollte, hat mir nicht gesagt, wir chillen ein bisschen? Es ist 20 vor 8. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt eine richtig leckere Antipasti-Platte. Und dabei können wir weiter tanzen. Das mit der Antipasti-Platte, das war gut. Und dazu gibt's meine Musik. Das passt zum Thema. Stand sie braun gebrannt. Miss Kalt. Ausschaut. Vino Rosso. Rot wie die Liebe. La 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 la. So, einmal Antipasti della casa. Perfekt. Fantastico, wie der Bayer sagt. Mir ist so kalt gerade. Und das warme Bett müssen wir erst aufbauen. Das ist ein doppelter Mechanismus. Man muss zwei Sachen gleichzeitig machen. Das geht nicht. Das müssen wir wieder reparieren. Das ist jetzt schon dieses Ding abgefallen. Warum haben wir das rausgezogen? Was haben wir dabei gedacht? Was? Achtung, Achtung. Geh mal raus. Auf. Ist ja. Und wir machen es jetzt so rum rein. Das
ist ja alles komisch. So. Ja. Wenigstens haben wir es so hinbekommen. Ja. Also es ist, wir hatten ein kleines Erfolgserlebnis. Ein kleines Erfolgserlebnis hatten wir. Nach über einer Stunde haben wir es geschafft. Und ich bin völlig durchgefroren. Hoffentlich kann ich einschlafen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie war eure Nacht? Kalt. Meine Füße waren Eisklumpen und mir war richtig kalt. Und ich konnte nicht einschlafen, weil mir so kalt war. Und irgendwie irgendwann wurde mein Körper warm, aber mein Gesicht nicht. Ich hatte so eine richtig kalte Nase. Dann dachte ich so, wie mache ich denn das jetzt? Naja, die einzige Option war so. Ja, ich habe auch nur so mittel geschlafen. Also klar, es ist kalt, der Bus ist ja jetzt nicht beheizt. Ich finde aber, dass es echt ging. Also du hast ja auch, glaube ich, verschiedene Möglichkeiten, das zu gestalten. Ich finde, dass wir jetzt eigentlich die beste gefunden haben. Ich finde auch. Weil das können wir eigentlich auch so lassen und man hat hier nicht alles zugebaut. Man kann trotzdem gut rein und raus. Also gestern Abend fand ich es nervig. Mhm. Auf der anderen Seite, finde ich, ist es auch so ein bisschen Teil des Erlebnisses. Total. Also ich meine, du hast halt was zu tun, ne? Es ist vielleicht insgesamt 5 Grad zu kalt, aber an sich finde ich es sehr schön. Ne? Du kugelst dich ja aus dem Bett raus und schon stehst du an deiner offenen Tür, schaust in den Wald, kochst Kaffee und das alles so innerhalb von 3 Minuten nach dem Aufstehen. Et voilà, madame. Ich liebe Kaffee im Bett trinken. Absoluter Traum. Dankeschön. Das ist der Fließschlafanzug. Das sind Thermosocken und noch ein paar Socken. Bademantel, die Sweatshirtjacke, Mütze und die Kapuze. Und so geht's. Nach dem Frühstück machen wir einen Spaziergang am Walchensee. Schaut mal, wie türkis das Wasser ist. Und niemand ist hier. Es ist quasi karibisches Wasser, nur nicht, was die Temperatur angeht. Aber der wird also nicht warm. Mit dem Wind und so. Nachdem Meini den ersten Tag geplant hat, darf ich den Stellplatz für die zweite Nacht aussuchen. Und ich will es natürlich günstiger hinkriegen. Ich habe gestern Abend schon ein bisschen recherchiert und ich habe da was gefunden. Das ist auch nicht weit von hier, wir müssen ja mit dem Sprit aufpassen. Ja. Also ich konnte mit dir jetzt hier nicht quer durch Bayern fahren. Nein. Und auch keinen teuren Nachtparkplatz. Die Kombi sind 33 Minuten Fahrt und angeblich 4 Euro übernachten. Probieren wir aus, ne? Also wenn das stimmt, ist das ein Knaller. Machen wir's. Aufsatteln. Und weil es meine Spot-Auswahl ist, habe ich auch die Ehre, Fridoline dahin zu bewegen. Wir fahren eine gute halbe Stunde Richtung Osten. Da liegt der Silvensteinsee. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind schon länger unterwegs als diese 2 Tage. Ja, voll. Also ich finde, es funktioniert total, dass du so dieses Gefühl hast, unterwegs zu sein und rauszukommen. Ja, das geht so schnell. Ja, ja. Hier sind die Parkplätze auch wieder nur 6 bis 22 Uhr. Ja. Also das scheint hier überall so zu sein. Das ist alles hier Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiet, stand auf den Schildern. Ja, ja. Also klar soll da nachts eben Ruhe sein, keine Verschmutzung und so weiter. Aus egoistischer Perspektive finde ich es halt schade. Weil wenn du dich hier irgendwo schön hinstellen könntest und da pennen könntest, ja, so stellt man sich das doch vor. So stellt man sich das vor. So, einmal mit dem Camper, dann hier an den Waldrand, geil. Das ist ja mega schön. Ja, super schön. Ein Träumchen. Wow. Ah, hier steht in 700 Metern. Das ist unser. Das Shop. Ist ja schon. Ja, ja. Das, hier müssen Nachtparkplatz Wohnmobile. Hier rein. Ja, leider nicht am See. Aber da steht natürlich ein Parkscheinautomat. Ja. Natürlich. Bevor wir die genaue Parkgebühr abchecken, suchen wir unseren Spot. Das ist unser Grundstück. Das ist unser Grundstück, ne? Hier können wir unseren Tisch hinstellen. Voll. Direkt aus dem Kofferraum hier hinstellen, genau. Dann gucken wir in den Wald. Aus dem Bett können wir auch in den Wald gucken. Aus dem Bett können wir auch in den Wald gucken. Wir gucken nach vorne in den Wald. Jetzt gibt es nur noch ein
ein Problem oder eine Station, die wir noch anlaufen müssen, nämlich den Parkscheinautomaten und gucken, was es hier kostet. Ah ja, lass das direkt machen. Also, Nachttarif 10 Euro. Auch? Die wollen schon wieder 10 Euro haben. Warum denn so wie viel wieder? Im Internet stand 4. Boah, es ist gerade arschkalt, es ist gerade regnerisch, es ist schön, dass wir hier im Wald sind, aber wollen wir einmal ganz kurz uns einen Kaffee machen und einmal darauf klarkommen, dass wir schon wieder 10 Euro zahlen müssen? Ja. Hilft dir alles nix. Ich hol uns das Ticket und dann machen wir trotz allem noch einen kleinen Spaziergang im Regen. Inklusive Stellplatzerkundung. Es gibt ein richtiges Klohäuschen. Yay! Und es gibt eine Station fürs Abwasser, zur Abwasserentsorgung. Perfekt. Die schlechte Nachricht ist, die Abwasserentsorgung kostet 2 Euro. Oh nee. Für unser Portemonnaie wird es immer schwieriger, ne? Aber der Tank ist voll, ne? Wir müssen entsorgen. Hab ihn. Perfekt. Abwasserknopf. Jetzt schluckt er einfach unser Geld, ich sehe es schon. Ja, sehe ich auch schon kommen. Eins. Okay. Es geht schon auf, oder? Es geht schon auf. Oh. Enjoy. Wenn du nur so Spülwasser hast, ich glaube, die meisten werden wahrscheinlich nicht die 2 Euro bezahlen, sonst einfach ins Klo kippen. Aber wir sind korrekt. Wir sind korrekt. Korrekte Leute. Hast du heute noch was vor? Moment. Nein. Also wieder kochen. Mittlerweile wissen wir genau, wo was liegt und kommen uns auch nicht ins Gehege. Dir ist nicht so kalt, ne? Grad. Nö, mir ist nicht kalt. Also mir ist wirklich gar nicht kalt. Naja, gut. Aber für mein Kälteproblem habe ich die perfekte Lösung. So, das ist die DIY Campingwärmflasche. Oh Gott, die ist richtig schön warm. Oh, bitte sehr. Schön. Ich ziehe die Schuhe aus und dann setze ich mich auf dein Bett, okay? Ja, natürlich. Mein Bett ist jetzt gleichzeitig auch Wohnzimmer und Sofa. Also ich habe wirklich den Jackpot gezogen. Also für so ein Camper Camping-Essen? Hammer. Kannst du nichts sagen, ist gut. Guten Morgen. Es war warm. Ja, ich habe auch besser geschlafen. Bin schneller eingeschlafen, habe fast durchgeschlafen. Und bin jetzt vor einer Sekunde aufgewacht. Und du, da unten? Ja, ich bin auch jetzt erst durch euch aufgewacht. Das ist natürlich jetzt schon Luxus, dass er jetzt ins Bad gehen kann, ne? Jetzt marschiert er da hinten in dieses Badhäuschen, was ja sauber war. Macht sich fertig. Perfektes Timing. Ja, Kaffee fertig? Ja. Geil. Tja, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir langsam schon mal klar Schiff machen müssen. Beziehungsweise klar Bus, Abreisetag. Heißt auch putzen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir das Ding wieder zurückgebaut bekommen. Ja, fangen wir erstmal mit den kleinen Dingen an, oder? Aber alles halb so wild. Und selbst das Bett kriegen wir ohne Probleme zurückgebaut. Packen wir's? Ja! Sehr gut. Bevor wir Fridoline zurückgeben, müssen wir noch tanken. Ich habe schon etwas Angst vorm Kassensturz. Jetzt brauchen wir ein kleines Wunder an der Zapfsäule. Zurück in München, was eigentlich ein bisschen schade ist. Ja, wir hatten schon eigentlich einen richtig coolen Urlaub. Und es kam uns auch länger vor als nur 3 Tage. Ja, auf jeden Fall. Irgendwie, wenn du mit dem Camper unterwegs bist, da beginnt der Urlaub so gefühlt sofort. Und ich finde auch dieses draußen übernachten in der Natur und so, da kommst du halt wirklich raus. Also auch so
emotional. Irgendwie hatte Fridolina echt Charme. Ja. Und ich bin auch erholt. Also es war richtig schön. Natürlich muss man beim Komfort etwas Abstriche machen. Es gibt zum Beispiel keine Heizung. Gerade jetzt, ne, wo es noch kälter ist, ist es so eine Sache. Aber dafür ist es eben günstiger. Ach so, Kassensturz. Ja, da war noch was. Thema Budget. 150 Euro sollten es sein. Tja, Fridolina hat 126 gekostet. Die Parkplätze insgesamt 20. Dann noch 2 Euro fürs Abwasser. Und dann 49,13 Euro. Für Diesel. Macht zusammen rund 197 Euro. Also wir haben das Budget krass überschritten. Trotzdem knapp 200 Euro für 3 Tage Urlaub. Das heißt, es ist für jeden ungefähr ein Huni. Finde ich, geht klar. Wenn man aber doch mehr sparen will, dann kann man in der Fahrtstrecke ansetzen. Also einfach weniger weit fahren als wir. Und natürlich, vielleicht gibt es ja doch irgendwo günstigere Parkplätze. Oder vielleicht welche, die ganz umsonst sind. Wenn ihr keine Pulsreportage mehr von uns verpassen wollt, dann lasst uns hier ein Abo da, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wenn ihr wissen wollt, wie nachhaltiger Campingurlaub mit dem Van geht, schaut mal diese Reportage von Ari an, das hat sie nämlich ausprobiert. Und wenn ihr noch die richtige Playlist für euren nächsten Urlaub braucht, dann klickt mal hier, da kommt ihr zur Pulsreportage-Playlist. Tschüss. Ich könnte jetzt wieder in Urlaub. Ja, naja, ein bisschen warten.